Peace, Freunde. Ich hatte es ja schon im letzten Flash-Video angesprochen, dass ich ein Dampfer-Video machen werde. Und zwar E-Zigaretten. Und ich werde euch jetzt in diesem Video zeigen, hoffentlich dauert das nicht zu lange, live neue wickeln, neue Wendeln wickeln, die ausprobieren. Ich werde zum Liquid ein bisschen was sagen und allgemein, wie man möglichst billig dampfen kann und auch Spaß am Dampfen hat, ohne da eine großartige Wissenschaft draus zu machen. Ich hatte es ja im letzten Video schon fast angedroht, das zu tun, und das mache ich ja jetzt auch. So, das ist meine Dampfmaschine. Wie man sieht, hier habe ich hier ein... Ich dampf erstmal. Damit ihr mal seht. Was da... dampftechnisch... was da dampftechnisch auf euch zukommt. Also das ist wirklich enorm. Ihr seht, ich benutze als Akkuträger so einen Ego-C-Akkuträger, allerdings regelbar in der Voltzahl, ein Twist. Und als Verdampfer benutze ich hier so einen paar Euro teuren Cleromizer, oder wie die Dinger heißen, ich glaube Cleromizer heißen die. Ich mache mir aus dem Namen nichts. Jedenfalls so ein Verdampferkopf, wo du die Köpfe oder wo man die Köpfe einzeln auswechseln kann. Kostenpunkt, ich glaube 5 Euro kostet ein Eumel. Und wenn der Verdampferkopf verschlissen ist, drehe ich den raus, schmeiß den weg, beziehungsweise wickel den neu, das zeige ich euch nachher. Wickel neuen rein, füll wieder auf und weiter geht's. Wenn wieder auf den Akkuträger schrauben und happy dumping. Zack. Also die Dinger, reiß ich mir fast die Mütze runter, die Dinger machen richtig Qualm. Ja, um jetzt auch vorbereitet in unsere Dampf-Bastel-Session zu kommen und damit ihr das auch, was ich gleich erzählen werde, schön behalten könnt, müssen wir natürlich erstmal wieder in der Holzen köpfen. Ne? Holzen knallt am Dolzen. Und ich meine, wenn wir schon wie die Geisteskranken hier rumdampfen, dann wollen wir uns auch wie die Geisteskranken besaufen. Prost, Freunde. Das wird wieder so ein klassisches Pelle-Säufer-Video. Ja, zur Dampfmaschine. Ihr kennt sicherlich alle, ich will euch mal erzählen, wie ich angefangen habe zu dampfen. Und zwar mit diesen klassischen kleinen 600 oder 650 Milliampere Akkuträgern. Ego-T-Gewinde hier. Und wie man sieht, das sind ja nur 3,2 Volt Akkuträger. Und wie man sieht, habe ich hier natürlich so einen Riesenapparat. Das ist ein Tausender. Ich glaube 1000 mA hat er, aber er ist regelbar. Das wird man wahrscheinlich, werdet ihr wahrscheinlich gar nicht sehen können. Den kann ich regeln von 3,2 Volt, also der ist ja fest auf 3,2 Volt gestellt, dieser Akkuträger. Brauche ich nicht. Das ist der Twist mit Ego-T-C-Anschluss hier, Gewinde. Und dieser Twist hat den Vorteil, man kann ihn, den habe ich jetzt auf 3,2 Volt laufen, man kann ihn hochdrehen bis 4,8 Volt. Ich versuche es mal, aber das wird mir wahrscheinlich gleich die... Oh ne, schmeckt kokelig. Zu viel Action. Ich gehe 3,5 Volt. Also wenn ich ihn hier runterdrehe, habe ich 3,2 Volt. Ich zeige euch mal das Dampfergebnis. Ihr seht, dampft. Jetzt gehe ich mal auf, ich schätze mal 4 Volt. Das kann ich hier genau ablesen, mache ich jetzt aber nicht. Das mache ich mir nach Gefühl. Schon ein bisschen heftiger und neigt noch nicht zum Kokeln. Das geht noch, aber wenn ich jetzt noch höher gehe, dann fängt er nachher an kokelig zu schmecken. Das will ich nicht. Warum habe ich mir den Twist geholt? Weil ich meine Köpfe, die ich hier austausche, nicht wegwerfe, sondern regelmäßig selbst wickel. Und da man beim Selbstwickeln natürlich keine Selbstwickelmaschine hat, wo man dann irgendwie sagen kann, so jetzt 1000 Stück gewickelt und fertig, dass man wirklich eine konstante Wickelqualität hat, sondern das Wickeln ja immer doch ein bisschen unterschiedlich ist, ist es ganz praktisch, so einen Akkuträger zu haben, den man dann individuell auf seine Wicklung einstellen kann. Bei 3,2 Volt macht er vielleicht nicht genug Qualm, dann dreht man ihn einfach ein bisschen höher und dann hat man wieder genau das, was man haben will, auch geschmacklich.
Oder eben, wenn man sehr gut gewickelt hat, dann geht man wieder auf 3,2 Volt zurück. Also so kann man das immer individuell einstellen. Oder auch wenn er ein bisschen schwächelt, nachher ein bisschen mehr Gas geben, solange es nicht kokelig schmeckt. So. Ich mache mal ganz kurz mein Video aus. Ich will das hier nicht übertreiben. Und dann mache ich es gleich wieder an. So. Kommen wir nun zu den Liquids. Also, Akkuträger, nehme ich den Twist. Der kostet 20 Euro. Habe ich zwei Stück von. Der andere liegt da hinten geladen. Den man hier unten an der Unterseite regeln kann von 3,2 Volt. Das ist ja die normale Stromstärke, Voltstärke des normalen Ego-T-Akkus. Hier ist normal klein. Bis 4,8 Volt kann man den hochdrehen, um eben Ungleichmäßigkeiten auch im Widerstand hier ausgleichen zu können. Falls man mal 1,8 Ohm Köpfe nimmt oder 2,4 Ohm, kann man wunderbar ausgleichen. Das ist echt eine gute Sache. Zwei Akkuträger habe ich davon. Ich glaube 22 Euro habe ich dafür bezahlt pro Akkuträger. Lässt sich normal das Ladegerät des normalen Ego TC lässt sich auch für diese hier benutzen. Und auch die Köpfe sind alle identisch. Gute Sache. Von der Bedienung her genau das gleiche. Fünfmal drücken aus. Ich führe das mal vor. 1, 2, 3, 4, 5. Blinkt ein paar Mal, ist aus. Fünfmal drücken, ist er wieder an. Wie ihr seht. Und dann macht er natürlich auch. Ja, kennt ihr ja alles. So, von diesen Verdampfern, die nennen sich CE5 Plus. Das ist der CE5 Plus. Es gibt ja auch den CE4, der ist so ähnlich. Der CE4 hat aber den Nachteil, dass er echt ein Wegwerfartikel. Den kann man auch selbst wickeln, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Aber echt mit Aufstand verbunden. Das ging mir voll auf den Sack. Deswegen war ich ganz glücklich, einige Hersteller, den CE5 Plus, der wird auch als Viper verkauft, der hat verschiedene Namen. Wieder nach aufgebaut, das zeige ich. Den CE5 Plus entwickelt haben und verkauft haben für 5 Euro das Stück oder 4 Euro. Ich weiß nicht, was der kostet. Der kostet mittlerweile nichts mehr. Den kann man komplett zerlegen. Hier oben kann man den Tipp hier rausnehmen, den Nuggeltipp, der ja auf dem Verdampfer drauf sitzt. Und man kann das ganze Gehäuse noch auseinandernehmen. Das zeige ich nachher nochmal. So, Dampfmaschine. Ich benutze nichts anderes, ich finde das richtig geil, weil es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel so eine Lava-Tube und die, also diese Laserwaffen, ne? diese Jedi-Dampfmaschinen, sag ich mal, finde ich ein bisschen übertrieben. Also da kommt man schnell vom Hundertsten ins Tausendste und die dampfen auch nur, ne? Außer dass sie ein bisschen komfortabler sind, da kann man noch mehr Schnickeschnacke einstellen. Das ist wahrscheinlich für Leute, die zu viel Langeweile haben, die sich beim Dampfen langweilen. Also ich will nur dampfen und meinen Spaß haben, soll schmecken, tut's. Und nochmal dampfen. Also, dampft gut, macht auch richtig Laune. Ja, zum Liquid. Was ist im Liquid alles drin? So, ich zeige euch mal meine Liquid-Pulle hier. Ich habe das aus dem Kühlschrank geholt. Ich will die Sachen mal im Kühlschrank stehen. Leute, und zwar habe ich hier 250 Milliliter Basen. Ich mische mir mein Liquid selbst. Man kann Liquid natürlich auch schon fertig gemischt kaufen. Zum Beispiel so wie das hier. Das Lakritz. Habe ich hier nochmal 25 Milliliter Lakritz, Kostenpunkt 6 Euro, 25 Milliliter. Dann kann man sich die 50 Milliliter Geschichten hier noch bestellen, Kostenpunkt 9 Euro oder so. Und eben die großen Pötte. Ja, dazu möchte ich euch mal erzählen, was in diesem Liquid, das ist Basisliquid, da ist noch kein Aroma drin. Man sieht, das ist so ein bisschen zähflüssig, was da drin ist. Also in dem Liquid, in dem Dampfliquid, was wir uns ja nachher hier immer reinfüllen, ist drin, das muss ich jetzt mal ablesen, PG, dieses Propylenglykol. Oh, ein Zungenbrecher, kann ich. Propylenglykol. Das ist mit dem Lebensmittel, also das hat ja, das ist quasi Lebensmittel, echt. Das ist das Ding, dieses Propylenglykol, PG, wird dazu auch gesagt. Das ist E1520. Dieser Stoff wird zum Beispiel in Diskotheken eingesetzt, in den Dampfmaschinen oder bei Konzerten. Diesem Propylenglykol wird zugesagt, es ist wasserbindend. Dieses Propylenglykol findet man zum Beispiel auch in Kaugummi oder Zahnpasta. Also das ist im Grunde genommen nichts Schädliches. Ne? Und Propylenglykol wird auch zugesagt, das ist zum Beispiel, wenn man eine Grippe hat und sowas, Bakterien abtötet, gar nicht so schlecht sein soll. Aber ich würde nicht empfehlen, wenn man eine Grippe hat, dann einfach mit dem Dampfen anzufangen. Also gesund ist das nun auch nicht. Aber das Dampfen ist echt gesund, im Gegensatz zu den Pyros, zu den normalen Zigaretten. Ne? Da ist das einmal drin, dieses Propylenglykol, PG.
Und dann ist als zweiter Hauptbestandteil in dem Liquid Glycerin drin. Glycerin wird einfach nur zugesetzt, um die Standfestigkeit des Nebels zu erhöhen. Das sag ich jetzt einfach mal vereinfacht. Also sonst wäre der Dampf nicht so schön, wie er eigentlich sein sollte, weil dieses Dampfen gehört natürlich auch mit irgendwo dazu zum Dampferlebnis. Also soll ja auch qualmen, ne? Also mit Standfestigkeit ist sowas hier gemeint, ne? Dass es ordentlich lange rumqualmt und sich ordentlich lange hält. Dieser Wasserdampf, hätte ich was gesagt, dieser Wassernebel, der da rauskommt. Ja, das ist da noch drin. Dann ist da noch 10% destilliertes Wasser noch zusätzlich mit drin. Und Nikotin. Nikotin ist ein Zellgift. Und auf das Nikotin sind wir als Raucher ja alle scharf. Und ein Wort zum... Also ganz wenig Nikotin ist da drin. Das ist echt im Milligrammbereich. Was macht das Nikotin? Und in diesem Zusammenhang, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Dampfmaschine benutze, ist es mir ja nicht nur wichtig, dass es dampft. Das muss ich auch flashen. Flasht richtig gut. Also erstmal, also schmeckt ja geil und es flasht. Und flashen, das kennen wir alle vom Rauchen, von den Pyros. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Rothändel ohne. Rothändelfilter. Es gibt ja Rothändelfilter und damals, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, Rothändel ohne Filter, Rothändel ohne. Und das waren ja, also sagt man immer so Lungentorpedos oder damals hier Prinz Denmark, kennen viele von euch auch. Die alten Prinz Denmark, mittlerweile sind die auch alle Nikotin reduziert. Und wenn man die geraucht hat, da hat man richtig, also da hat man Flash gehabt. Ne? Das heißt also quasi, diese waren richtig stark. Flash ist quasi diese, je mehr Nikotin in so einem Ding drin ist, desto mehr flashen diese Zigaretten auch. Gutes Beispiel ist zum Beispiel, man raucht eine Marlboro. Ich sage jetzt einfach mal, ihr seid jetzt normal Marlboro-Rotraucher. Die schmecken euch, die flashen gut beim Rauchen. Und wo zum Beispiel ein Flash fehlt, ist zum Beispiel, wenn ihr denn von einem Bekannten eine Zigarette bekommt, eine Light-Zigarette zum Beispiel. Gibt es auch von Marlboro Light. Wenn ihr da dran zieht, dann denkt ihr, ihr raucht nur Luft. Also ihr zieht da dran, ihr zieht euch das rein, ihr inhaliert das und es passiert gar nichts. Also null Flash. Nehmt ihr wieder eine von euren Marlboro normalen, also der, wo eben dreimal so viel Nikotin drin ist, der merkt ihr diesen Druck in der Lunge beim Ausatmen und das ist der Flash. Und den wollen wir alle haben, weil ich stehe auf Flash, aber es soll auch nicht zu extrem sein. Ne? Ja, da ist denn, also wie gesagt, in dem Liquid ist natürlich auch Nikotin drin. Wollen wir ja so haben. Für den Flash. Wenn hier kein Nikotin drin wäre, hätten wir auch keinen Flash. Das wäre so, als wenn wir Leitzigaretten rauchen würden, als wenn wir nur rumdampfen. Also man hat zwar Aroma, aber man hat keinen Flash. Ist ein bisschen Nikotin drin, hat man ein bisschen Flash. Ist ein bisschen mehr Nikotin drin, hat man ein bisschen mehr Flash. Und ist viel Nikotin drin, hat man richtig gut Flash. Ne? Zum Flashen. Oder zu diesem Flash-Feeling, sag ich mal. Wenn ihr zum Beispiel Marlboro raucht, also diese Standard-Zigaretten, die schon doch ganz, ganz gut reinhauen, also Zigaretten mit was weiß ich, 10 Milligramm Nikotin, dann empfehle ich euch, dampft ein Liquid mit 18 Milligramm Nikotin. Das flasht genauso wie eine Zigarette. Habt ihr zum Beispiel ein Liquid, ich habe hier Liquids, lass mal gucken hier, wo ich hier sowas habe. Ja, mit 11 Milligramm Nikotin, das ist Himbeer. Mit 11 Milligramm Nikotin, das flasht überhaupt nicht. Ne? Oder flasht minimal. Also das macht keinen Spaß. Es dampft einfach nur und schmeckt nach Erdbeer, also nur nach Aroma, aber kein Flasherlebnis. Und dieses Flasherlebnis finde ich, wenn man Raucher ist, ist für mich unheimlich wichtig. Also muss da Nikotin drin sein. Nikotin ist ein Nervengift und wird auch unheimlich schnell vom Körper wieder abgebaut. Also hier sind 18 Milligramm Nikotin drin. Das heißt, wenn ich mir das jetzt reinorgel nach einer halben Stunde, wäre das quasi, würde mein Körper das wieder ausscheiden. Das geht rucki zucki. Deswegen wirkt Nikotin auch so schnell. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir das hier rein inhaliere, ich mache es jetzt nochmal. Das, was ich hier ausatme, hat kein Nikotin mehr. Ich glaube, 98% des Nikotins verbleiben im Körper. Werden sofort absorbiert, gehen über die Lunge in die Blutbahn und gleich ins Gehirn. Und das ist ja das, was wir wollen, ne? Das ist das, was der Raucher unbedingt braucht. Ne? Nikotin macht nämlich süchtig. Ne? Und Nikotin hat auch die Eigenschaft, wenn ich jetzt mit dem Liquid hier rumkleckern würde, ich würde mir über den Kopf gießen, das wäre gar nicht gut, weil dieses Glycerin, was da drin ist, dieses Propylenglykol, ey, Zungenbrecher für mich, das kriege ich nicht drauf, Propylenglykol, das PG, das Glycerin, das ist ja alles Käse, das ist alles Kinderkacke, na, saufen sollte man das nicht, ne? Aber das ist echt,
schon fast gesund, ne? Das ist also nichts sensationell Giftiges, ne? Diese Bestandteile, das sind alles Lebensmittelkrempel, ne? Die Sachen sind ungefährlich, wenn ich mir über den Kopf gieße. Aber hier sind 18 Milligramm Nikotin drin. Nikotin hat die Eigenschaft, über die Haut aufgenommen zu werden. Das heißt also, wenn man mit dem Zeug rumkleckert und sich das auf die, wenn das auf die Haut kommt, nimmt die Haut das auf, das Nikotin, und ist nicht gut, ne? Also zu viel Nikotin, also Nikotin ist echt ein Giftstoff, ne? Und bei Giften sollte man immer vorsichtig sein. Nikotin wird auch deswegen über die Haut aufgenommen, deswegen, das kennt ihr sicherlich, wenn ihr zum Beispiel mal versucht habt, mit dem Pyrus aufzuhören, könnt ihr in der Apotheke Nikotinpflaster holen. Das ist nichts anderes. Das sind getränkte Pflaster, die klebt ihr euch auf die Haut. Das Nikotin wird über die Haut aufgenommen und dadurch habt ihr diese Nikotinentzugserscheinung nicht, diesen Janker nach einer Zigarette. Aber wir wollen uns ja Nikotin zuführen. Wir haben ja Bock auf Nikotin. Weil Nikotin ist auch nicht, ist zwar ein Zellgift, aber das ist und macht super abhängig, tötet aber nicht. Beim Rauchen ist es ja so, Nikotin, bei Zigaretten, bei den Pyros, Nikotin macht einen abhängig, aber das Teer in den Zigaretten, das tötet. Und hier ist es einfach so, wir führen uns das Nikotin zu, weil der Körper das braucht, weil wir sind einfach abhängig. Wir sind, es ist keine körperliche direkte Abhängigkeit, aber man kriegt einen Janker. Also der Körper ist in gewisser Weise schon, nicht angewiesen, aber schon eine gewisse, auch psychologische Abhängigkeit besteht schon, ne? Und das führen wir uns natürlich auch übers Dampfen zu, ich auch. Man kann es natürlich auch peu à peu reduzieren, bis man nachher auf Null ist. Aber ich stehe auf Nikotin, ich stehe vor allen Dingen auf Flash. Ne? Beim Rauchen muss flashen und flashen geht nur mit Nikotin. Da kann man sonst was machen. Es gibt auch Flash-Ersatzstoffe, das ist alles Käse. So, also Bestandteile hier drin ist dieses PG, Propylenglykol. Ich habe hier einen Zettel liegen, sonst kriegt das nicht auf die Reihe. Propylenglykol, 55%. Dann sind da drin 35% Glycerin und 10% destilliertes Wasser. Das war's. Das sind knapp 100%, also und noch ein bisschen Gedöns. Also da ist noch irgendwas anderes drin. Lass mal rechnen hier. 55, 60, 80, 90. Ja, da muss noch irgendwas anderes drin sein. Aber das ist unwichtig. Vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser. Ja? Also, oder ein bisschen mehr Glycerin. Das ist ungefähr das Mischungsverhältnis. 55 zu 35. Man kann auch nehmen 60 zu 40 und ein bisschen destilliertes Wasser. Oder eben Leitungswasser. Leitungswasser kann man auch reinballern. Also man kann sich das Zeug selbst zusammenmixen. Ich bin ein fauler Hund, ich mache das nicht. Ne? Ich wollte es mal machen, aber ich mache es nicht. Ich kaufe mir das fertig hier, 250 Milliliter Gebinde. Ich habe hier noch so eine Pulle. Fertig bin ich damit. Ne? Und das ist also quasi das Basisliquid. Das kann man schon in die Zigarette reinschmeißen. Das kann man sich schon hier reinfüllen und dampfen. Aber das schmeckt natürlich nach nichts. Ne? Das ist einfach nur Basisliquid mit 18 Milligramm Nikotin ist da noch drin. 18 Milligramm ist nicht viel. Also von der Menge, Milligramm sind das, Milligramm. Um das rauchen zu können, muss man es aromatisieren. Dazu gibt das Aromastoffe. Hier habe ich die. Das sind eine ganz kleine 10 Milliliter Aromabehältnisse. Das ist pures Aroma, das darf man auf keinen Fall rauchen. Das kommt da übrigens auch noch mit rein. Das heißt also, wenn man sich fertiges, zum Beispiel das hier, fertiges Liquid bestellt, wird auch nichts anderes beim Hersteller gemacht, als das Basisliquid mit 11 Milligramm, 18 Milligramm Nikotin zu nehmen. Und dann geht der Heini einfach bei und haut Aroma rein. Eben das Aroma, was man bestellt hat. Der Fregel da in der Giftküche, der Misch-Heini. Ne? Und bei 100 Millilitern wären das dann, also man sagt immer Aroma 5% zum Basisliquid. Dann hat man schon, dann ist das schon richtig gut. Also ich hau da 5% rein, mehr baller ich da gar nicht rein, das reicht mir vollkommen aus. Und dann habe ich meine Mische fertig. Ne? Das würde bedeuten, hier habe ich zum Beispiel was selbstgemixtes hier. Das hier zum Beispiel. Das habe ich selbst gemischt. Das sind 50 Milliliter Behälter. Zack, den habe ich hier bis hier voll gemacht. Das sind ungefähr 50 Milliliter mit dem Basisliquid 18 Milligramm. So, und dann haue ich einfach noch mein Aroma da rein. 5% hatten wir gesagt. Bei 50 Milliliter sind 5%. Bei 100 Milliliter sind 5%, 5 Milliliter. Bei 50 Milliliter sind 5%, 2,5 Milliliter. Diese 2,5 Milliliter ziehe ich mir hier auf so eine Spritze auf, 2,5 Milliliter. Die sauge ich hier so raus und spritze die in mein 50 Milliliter Basisliquid rein. Schüttel den ganzen Kram. Und fertig ist mein Liquid. Und schon kann ich losdampfen. Das zum Beispiel mit Marlboro. Lecker, lecker. Mag ich total gerne.
Schmeckt so ein bisschen wie Marzipan und Karamell. Das ist ganz, ganz komisch. Und dann noch ein Tick Zigarette. Also, das ist meine Lieblingsrichtung. Ja, ihr seht, hier habe ich mein Tütchen mit meinem Basisliquid. 18 Milligramm Nikotin. Kann ich normalen Raucher, wer am Tag eine Schachtel Zigaretten raucht, sollte 18 Milligramm nehmen. Nehmt ihr weniger, kriegt ihr einen Janker. Ich rauche hier gar nicht mehr. Ich rauche keine Zigaretten mehr. Bei 18 Milligramm Nikotin, das ist genau die richtige Dosis. 11 Milligramm habe ich auch schon. Ja, rauchen und saufen, Hammer. Ne? 11 Milligramm habe ich auch schon geraucht, gedampft. Aber 11 Milligramm flashen mir zu wenig. Und da kommt nachher dieser Janker wieder auf. Aber bei 18 Milligramm ist genau das Richtige. Das ist genau wie bei Zigaretten. Also wenn ich da so den ganzen Tag ein bisschen rumnuckel und rumdampf an dem Ding, habe ich keinen Janker nach Zigaretten. Ne? Nach einer Pyro, ne? Die ja nun wirklich ungesund ist. Ne? Ich, wie gesagt, Nikotin macht süchtig, Teer tötet. Und wo ist Teer drin? In den Verbrennungsstoffen hier von den Pyros, also von den normalen Zigaretten. Hier entsteht kein Teer, das ist echt eine saubere Verbrennung. Hier entsteht nur Dampf. Und dieser Dampf ist eben dieses Propylen, Glykol, Glycerin, destilliertes Wasser mit ein bisschen Aroma. Na gut, als Heilmittel würde ich das nun auch nicht unbedingt schimpfen. Also als Therapiemittel für Lungenkranke ist das wohl nichts. Aber das killt halt nicht, ne? Also das ist, oder wollen wir so sagen, das ist deutlich gesünder als das ungesunde Zigarettenrauchen. Gesund ist es nicht. Alleine schon wegen dem Nikotin da drin. Das ist ein Zellgift, ne? Das ist eine klare Geschichte. Aber Nikotin bringt einen nicht um, ne? Nikotin macht nur abhängig. So, Skull. Holzen knallt an Dolzen. So, nun hätten wir das geklärt. Ich wiederhole es nochmal. Hier ist zum Beispiel so eine fertige Lakritzmische. Diese Lakritzmische besteht aus nichts anderem, ich zeige es nochmal, als dem Basisliquid mit 18 Milligramm Nikotin plus Lakritz. 5%. Also, wenn man zum Beispiel wie hier zwei solche, ich zeige es mal, oder eine Pulle, eine 50 Milliliter Flasche Lakritze sich zusammenmixen will, macht man die voll mit dem Basisliquid, mit den 18 Milligramm Nikotin, das ist ja komplett fertig gemixt. Dann haut man Aroma, bei 50 Milliliter 5% hatten wir ja gesagt, Aroma, nicht mehr. Man kann auch ein bisschen mehr machen, kann auch, bei Lakritze kann man auch 6-7% machen, das ist geschmacksabhängig. Also wenn man mit 5% anfängt, ist man schon gut davor. Und wenn einem das nicht lakritzig genug ist, haut man da noch ein bisschen mehr rein. Kann man auch bis 8% reinballern. Aber bei 5%, bei 50 Millilitern sind 2,5 Milliliter mit der Spritze aufziehen, Lakritze da rein, schicki schicki und happy Dampf, ne? Und schon kann man da wieder wochenlang rumdampfen, ne? Für kleines Geld, ne? Ja. Ja, ihr merkt schon, ich bin schon so ein... Ich scheiße auf den Pfennig, ne? Ich scheiße auf den Euro. Aber das ist echt eine gute Sache und es schmeckt genauso gut und ist genau das Gleiche. Ich habe, wie gesagt, ich habe... Das hier ist... Das ist ja mein selbstgemixtes Marlboro. Und das ist hier mein Marlboro, was ich fertig gekauft habe. Sieht beides gleich aus. Das ist selbst gemixt. Das ist fertig gemixt gekauft. Und schmeckt beides identisch. Absolut identisch. Ja, was anderes machen die auch nicht, ne? Wenn man es bestellt. Dann haben sie es entweder schon fertig gemixt in der großen Truhe. Ansonsten, wenn sie es mixen müssen, dann nehmen sie ihr Basisliquid, gucken, was hat er bestellt. 11 Milligramm, 18 Milligramm, 18 Milligramm. Hauen sie die Flasche voll, 18 Milligramm, ziehen auf eine Spritze. Oder sonst wie auf so einen Applikator, ziehen eben ihre 2,5 oder 3 Milligramm pures Aroma auf, pressen das dann rein, schütteln zweimal, verschrauben das und schicken das los. Ne? Fertig sind die damit. Ne? Ja, zu den Kosten hatte ich ja gesagt, 25 Milligramm zahle ich so 6 Euro für so ein 50 Milliliter Behältnis, 10 Euro fertig gemixt. So ein 250 Milliliter Basisliquid kostet 25 Euro in den Dreh. Ist recht teuer. Das kann man sich auch selbst mixen. Ne? Aber da ist eben Nikotin schon drin. Das, also da brauche ich mich um nichts kümmern. Ne? Und mit 250 Milliliter wisst ihr selbst, wie lange man da hinkommt. Ich habe hier einen halben Liter jetzt. Kann man natürlich auch noch runter verdünnen. Mit dem Propylenglykol, Glycerin und destilliertem Wasser könnte man sich jetzt nochmal 100 aus der Apotheke die Bestandteile kaufen. Noch so eine Pulle anrühren, ohne Nikotin. Und wenn man diese beiden Pullen zusammenkippt in eine dritte Pulle, also in eine Halbliterpulle, das sind ja 250 Milliliter, dann hätte man aus den 18 Milligramm Nikotin, was hier drin ist,
9,5 Milligramm Nikotin gemacht. Ja, so kann man sich also, so kann man sich das Nikotin auch ein bisschen runterdosieren, wenn man merkt, oh, der Flasche ist doch zu hart, zu viel Nikotin drin. Aber ich empfehle euch erstmal mit 18 Milligramm anzufangen, wenn ihr eine Packung am Tafel gequatscht habt. Also ich finde ich voll gut. Flash-technisch. Wenn ihr keine Flashmatiker seid und nicht auf Flash steht, ist es egal. Dann könnt ihr auch 11 Milligramm rauchen, wie ihr wollt, ne? Dampfen. So. Ziemlich billige Geschichte jetzt mit den Liquids. Ich habe gesehen, also das haut mich ja jedes Mal von den Socken. Ich war gestern bei Edeka und da haben die mittlerweile haben ja auch die ganzen Zigarettenhändler diese so eine kleine Mini-Dampfer für die Dampfer, so eine kleine Dampfabteilung mit diesen, das ist ja hier ein pures Aroma, das ist bei denen ja fertig gemixt, mit diesen kleinen Fläschchen hier, mit diesen 10 Milliliter Fläschchen. Ich habe mal gefragt, was so ein 10 Milliliter Fläschchen fertig, dampffertiges Aroma kostet. 8,95 €, ein kleines Fläschchen. 25 Euro. 25 mal so viel. Tara, ohne Aroma. Das Aroma kostet nochmal, das pure Aroma, was ich ja hier habe, was ich da ja mit 5% reinmix, kostet um die 10 Euro, 10 Milliliter, zahle ich. Das ist eigentlich noch relativ viel, das geht noch billiger, aber mein Gott, also das ist mir nun egal, ob es irgendwo 1 Euro mehr oder weniger kostet. Hauptsache schmeckt, ne? Ja, so, das ist jetzt hier mein ganzer Liquid-Kram, den ich mir selbst zusammenmix. Hier ist die Dampfmaschine und auf die gehen wir jetzt mal gleich detailliert ein. Und dazu mache ich mal die Videokamera. Dazu mache ich mal die Videokamera aus. Wir werden uns gleich nicht mehr sehen. Mache ich die Videokamera aus und drehe sie hier runter und dann zeige ich euch mal, wie so ein Kopf aufgebaut ist und dann wickeln wir gleich mal so einen. Und dann gehe ich auch noch mal zu den einzelnen CE5 Plus ein und zeige euch mal, wie man den zerlegt und wie man da neuen Kopf draufschraubt, wie man den alten neu wickelt und. Ja, schon gut wieder. Also ich kann echt empfehlen, das Liquid, nur das Basisliquid mit dem Nikotin zu kaufen, ohne Aroma und sich das Aroma selbst zu bestellen, das pure Aroma und eben 5% zu dosieren manuell, dass man dann eben möglichst wenig Geld für Liquid ausgibt. Und das schmeckt echt gut, ne? Das Liquid, boah, das. Also ich hatte eine Zeit gedauert, bis ich meine Lieblingssorte gefunden habe. Meine Lieblingssorte besteht aus Marlboro. Lass mal überlegen. Marlboro, Virginia Gold. Das ist dieses helle hier. Das hier. Virginia Gold. Und dann habe ich hier noch American Blend. Das habe ich mir auch selbst gemixt, 25 Milliliter. American Blend, ey, das haut einen von den Socken, das ist richtig hart, ne? Hat so ein bisschen Tabakaroma. Also wenn man so dran riecht, dann riecht das wie Stinksocken. Da haue ich ein Viertel von rein, da mache ich den Boden quasi von meinem Behältnis hier, 1,6 Milliliter, mache ich den Boden ein bisschen voll mit meinem, das ist aber meine Spezialmische, ne? Mit dem American Blend. Ein Viertel American Blend, also wie beim Kochen hier, ein Viertel American Blend. Zwei Viertel, also den halben, also zwei Viertel Marlboro und das letzte Viertel Virginia Gold und das Aroma, was bei diesen drei, in diesem Dreierverbund bei rauskommt, ach, das rauche ich schon seit Monaten, das gefällt mir so gut, das ist so lecker. Kommt an die Zigarette ran und das ist echt lecker, echt lecker. So, das war gerade das Video aus. Wo war ich? Bei lecker war ich, ne? Echt lecker. Voll geil. Und ein Viertel American Blend, Stinkfuß. Stinkfuß, also das ist wie Tabak. American Blend. Zwei Viertel Marlboro. Und ein Viertel, dann wäre das Ding auch voll. Ein Viertel noch ein sozusagen Schuss Virginia Gold. Und wenn ich mal ganz gut drauf bin, haue ich mir da auch noch zwei Tropfen Himbeer rein, um das noch weiter zu aromatisieren. Oder, was habe ich hier noch? Dann habe ich hier noch was Feines hier, genau, Irish Cream, Baileys. Dann haue ich mir da auch noch ein paar Tropfen Baileys zusätzlich noch rein. Wenn ich da mal so ein bisschen Bock habe, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist nach Tagesform. Wenn ich dann sage, ein bisschen Erdbeer, ganz, ganz leichtes Erdbeeraroma noch zusätzlich drin. Oder ein bisschen Baileys Irish Cream dazu. Dann, lecker, lecker, lecker. Ich bin schon wieder bei lecker, ne? Aber ich meine, das ist ja auch lecker, ne? Ich meine, das Dampfen macht Spaß und soll ja auch schmecken, ne? Und soll ja auch dampfen, ne? Tja, ihr seht, dampft. So, jetzt nehme ich das Ding mal auseinander, dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert mit dem Wickeln. So. Zeige irgendwie, wie das Ding aussieht.
Ich habe hier mal ein bisschen Tempotaschentücher und sowas. Jetzt zerlege ich den mal. Den CE5 Plus Clearomizer. Ich suche hier nur nochmal Behälter, wo ich mein Altliquid reinkippen kann. So, jetzt schraube ich diesen Tipp mal ab hier. Und klecker mal den Inhalt hier rein. Da ist nicht mehr viel drin. Ah, schon eine ganz schöne Soße, aber das kann man noch rauchen. Dampfen. So. Klicke ich das ja mal rein. So. Tipp, den mache ich auch gleich sauber. Ja. Zack, sauber. Aber man sieht gleich hier die Soße. So, ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Das Schöne an dem CE5 Plus, ich schraube den mal vom Akkuträger. Das Schöne am CE5 Plus ist, dass man ihn zerlegen kann, komplett. Den Kopf hier, den habe ich seit 2 Tagen im Einsatz. Ich leg diesen Schnubbi-Matz da mal hin und reinige ich auch gleich mal das Glas hier dran. Ein bisschen schmierig. Ja, kann man dann auch gleich alles reinigen. Hier kriege ich auch gleich wieder Nikotin an die Flossen. Wie gesagt, man soll das eigentlich mit Handschuhen machen, aber hier sind so geringe Liquidmengen drin. Das juckt mich nicht. Das stört mich einfach nicht. So, jetzt drehe ich hier mal ein bisschen drin rum, wie ihr seht. Mal Mülleimer. So. Drehe ich hier ein bisschen drin rum. Zack. Und habe schon mal diesen Glaskolben sauber. Hier seht ihr den Verdampfer. Das ist nichts Sensationelles. Hier ist nur wieder die Kappe drauf. Und hier innen drin ist die Wicklung und die Glasfaser. Ich schraube die mal ab. Das ist der Verdampferkopf. Den kann man austauschen einzeln. Das ist der Vorteil am CE5 Plus. So, das ist der Träger hierfür. Den mache ich immer sauber. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit meinem Gesabbel hier. So, den mache ich auch gleich noch ein bisschen sauber überall. Übrigens diesen Stift hier innen drin, diesen Kontaktstift, der nachher auch auf dem Pluspol vom Akkuträger sitzt, den kann man auch noch rausdrücken. Mache ich persönlich nicht. Also ich bin da nicht piepsig als der Papst. Ich mache das Ding hier einmal sauber, gnadel hier drin, innen drin rum ein bisschen, dass da das Liquid rauskommt. Fertig. Zack, sauber. So, und das ist jetzt der Kopf. Der Verdampferkopf, der ist noch gut, den habe ich erst seit 2 Tagen in Einsatz. Den lege ich gleich mal irgendwo zur Seite, wo er sich hier liegt und mir hier nicht alles voll saut. Das ist natürlich mal ein bisschen eklig, ne, mit diesem ganzen. Ach, den kann ich hier einwickeln. Den setze ich nachher wieder ein. So. Ich will euch gleich mal den packe ich mal irgendwo zu einer Seite, wo er nicht stört. Den werde ich nachher wieder weiter benutzen. Der ist noch in Ordnung. So, Freunde, jetzt will ich euch mal zeigen, wie diese Verdampferköpfe aussehen. Ich hoffe, man kann das alles im Video erkennen. Hier sind die Verdampferköpfe. Seht ihr das? 1, 2, 3, 4, 5, so wie... Also wenn jetzt zum Beispiel der Verdampferkopf nicht mehr in Ordnung ist, hier, schraube ich den ab. Ich kann es aber machen. Nehme 9, drücke den hier raus. Das hat noch so eine Gummischutzhülle. Brauche ich nicht. Hier ist ein neuer Verdampferkopf. 1,8 Ohm. Hier ist noch ein Dichtring. Schraub den hier rauf. Zack. Nimm meine Hülle wieder. Schraub das wieder zusammen. Zack. Füll hier Liquid rein. Schraub den Tipp oben rauf. Zack. Nimm meinen Akkuträger. Und kann wieder losdampfen. Neu. Gut, ne? So, ich nehme mal wieder alles auseinander. Weil das will ich euch ja nicht zeigen hier. Zack. Jetzt mache ich das hier schon im Stehen. Zack. Schraub den hier wieder ab. Steht übrigens auch drauf hier 1,8 Ohm, ne? So, der Kopf ist gut. Den packe ich auch wieder ein. Den setze ich mal irgendwann in 14 Tagen ein. So, jetzt habe ich vorgestern
Werden wir nachher auch gleich wickeln. Vorgestern dieser Kopf hier. Den habe ich so ein bisschen gereinigt und auseinandergenommen. So, Papier brauche ich nicht. Diesen Kopf packe ich hier wieder rein, der ist nämlich noch gut. Der kommt mal irgendwann in 14 Tagen zum Einsatz. Und hier seht ihr, hier habe ich zum Beispiel schon so eine Batterie. Alt. Und der ist noch neu, den kann ich noch verwenden. Zum Wickeln schon vorbereitet. Ich sammle immer, was weiß ich, 10 Stück und die wickele ich dann auf Schlag. Die kann man da sehen. So. Wie sieht so ein Kopf nun aus? Pass auf, Freunde. Dazu setze ich mich mal hin. Meine Akkulampe blinkt. Ich hoffe, das ist nicht gleich zu Ende. Wie sieht so ein Kopf nun aus? Ganz einfach. Der hat ja hier vorne einmal seine Hülle, wo dieser Saugetipp nachher drauf sitzt. Der dichtet alles ab. Zack, sitzt so drauf. Da saugt man die Luft durch und innen drin sitzt, hier sitzt jetzt gar nichts mehr drin, weil ich das rausgerissen habe, die Glasfaser drin mit der Wendel. Und wenn man auf der Unterseite guckt, ich hoffe, man kann das erkennen. Hier kann man so ein bisschen erkennen. Außen ist Minus, innen drin ist Plus. Kann auch umgekehrt sein, weiß ich nicht. Ist auch scheißegal. Das Ganze ist voneinander getrennt durch so eine kleine Gummidichtung. Also, die Wendel, die man gewickelt hat, muss Außenkontakt haben, hier an diesem Gehäuse. Irgendwo. Und hier unten an dem inneren Pol. Und wie das funktioniert, ist völlig simpel. Ich zerlege das mal. Hier haben wir diese Gummitülle, die brauchen wir nicht. Die packen wir erstmal zur Seite, kommen ganz zum Schluss wieder rauf. Und das Zerlegen geht ganz einfach. Dieses mittlere Teil, wo hier dieses braune Gummistück zu sehen ist, das kann man mit dem Fingernagel rausziehen. Ich mache es jetzt einfach mal, vorsichtig. Diesen kleinen Dorn, der hier in der Mitte ist. Zack, seht ihr das? Hier liegt dann dieser kleine Dorn. Und jetzt nehme ich auch nochmal die Gummitülle hier raus. Zack, hier ist diese Gummitülle. Diese Sachen, die habe ich natürlich schon so ein bisschen vorgereinigt unter fließend Wasser und wenn ich hier ein bisschen rumwische, dann sieht man immer noch, es wird schwarz, ne? Ja, ein bisschen Dreck ist da noch dran. Stört mich aber nicht. So, also müssen wir nur dafür sorgen, wenn wir nachher gewickelt haben, dass wir einen Pol von dem Wickeldraht hier irgendwie außen kontaktieren. Kein Problem, über die Gummitülle. Und den, ich stecke die hier mal rein. Dann würde der äußere Draht über die Gummitülle jetzt außen kontaktieren und der mittlere Draht für den Pluspol, den würden wir raushängen lassen. Dann lassen wir raushängen, klappen den ab und drücken den mittleren Dorn wieder rein und hätten dann quasi die Kontaktierung, dann würden wir den hier trennen, die Kontaktierung am Plus. Das heißt, hier haben wir Minus, Plus, wenn wir ihn reinschrauben, Plus, Minus. Und dann sollte, wenn wir sauber gewickelt haben, das innen drin glühen. Ziemlich einfach, ne? So, und ich hoffe, man kann da auch alles ein bisschen erkennen, was ich jetzt zeige. Zum Glück nehme ich da den HD auf, das könnt ihr ja noch vergrößern. Und ist es auch scharf genug. So. Ich nehme das jetzt auseinander. Zack, hier ist der kleine Dorn. Ich nehme das gelbe Papier hier. Hier ist die Gummitülle. Die nehmen wir mal raus. Das funktioniert, was weiß ich, 5-6 Mal, bis das nachher völlig in Arsch ist. Ja, aber das sind eigentlich Wegwerfteile, ne? Aber man sieht, man kann das recyceln, ne? Wie gesagt, nehmen wir nochmal die Pinzette. Außen brauchen wir eine Kontaktierung und an dem mittleren Pol. Plus, Minus. Klar, ne? Und über Plus, Minus läuft der Strom dann über die Wendel. Die fängt an zu glühen, verdampft unser Liquid und alles ist gut. So, das lege ich mal zur Seite hier. Das kommt nachher wieder ins Spiel. Wo packe ich das hin? Das packe ich hier mal unter die Kamera sozusagen. Und ich verbummel ich das nachher nicht. So, nun kommen wir eigentlich schon zum Wickeln. Hier ist übrigens nochmal die Aufnahme, wo das ja nachher reingeschraubt wird. Das sind die drei Basisteile hier. Seht ihr? Hier kommt nachher unser neuer Verdampfer wieder reingeschraubt. Hier ist das Gehäuse. Zack. 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 So. Lecker, ne? Boah. Kotz. So, nun wickeln wir. Was brauchen wir zum Wickeln? Ich habe hier 16er Kantaldraht, 20 Meter. Und dann habe ich hier noch Kantaldraht, das habe ich bei InTaste bestellt, 0,20er, seht ihr das? Weiß nicht, habe ich 1 Euro für bezahlt, 20 Meter sind da glaube ich drauf, ne? 20 Meter, ja. Von InTaste.
So, und dann habe ich hier noch ein bisschen, sag schon, Glasfaserschnur, 1 mm. Und dann zeige ich euch, wie man das wickelt. Ich hoffe, der Akku hält noch. Falls der Akku nicht hält, dann auch egal. Zum Wickeln. Viele sagen, wenn man hier wickelt, braucht man eine Wickelhilfe. Ich habe hier eine Wickelhilfe, und zwar eine Büroklammer. Ich habe festgestellt, wenn ich jetzt die Glasfaserschnur habe und um die Glasfaserschnur rumwickeln mit dem Nagel, hier, wenn ich einen Nagel nehmen würde, das habe ich damals mal gemacht, und ziehe den Nagel nachher raus, dann habe ich zu viel Spiel zwischen der gewickelten Wendel und meinem Glasfaserdocht. Das haut nicht hin. Der Glasfaserdocht wäre optimal gewickelt, wenn nach der Wicklung, wenn er sich noch ein bisschen in der Wicklung bewegen lässt. Und das erreicht man am besten mit einer Büroklammer. Habe ich mir so gebogen, das ist meine Wickelhilfe. So, nun legen wir mal los. Als erstes schnappen wir uns ein bisschen Draht. Unser Kantaldraht. Ich mache den immer ein bisschen länger, ich habe auch genug. 20 Meter. Ja, mache ich mal halt diese Länge hier. So, und bevor jetzt gleich mein Video wieder ausgeht, mache ich es mal ganz kurz aus und gleich wieder an, ja? Zack, da bin ich wieder. Ja, ich habe immer ein bisschen Panik, so nach 4 GB geht mir die Kamera aus. Ich könnte sowieso gleich ausgehen, weil der Akku gleich wieder leer gelutscht ist. So, hier habe ich diesen Kantaldraht. So, bevor ich jetzt anfange, dieses hartnäckige Teil weiter zu bearbeiten, glühe ich den mal ein bisschen an. Und das mache ich mit dem Feuerzeug. Dann glühe ich den einmal aus. Dann lässt er sich nachher besser wickeln, ne? Dass er einmal glüht. Ich will jetzt die Finger nicht verbrennen hier. So. Zack. Er glüht und glüht und glüht. Und dann lässt er sich nachher auch ein bisschen besser wickeln. Jetzt wird das Feuerzeug ein bisschen heiß. So, hier noch ein bisschen rumburnen. Ja. Ihr seht schon, er lässt sich, nachdem er so einmal angeglüht ist, gleich viel besser verarbeiten, werdet ihr nicht sehen. So, hier ist mein Draht. Hier ist mein Heizdraht. Das wird meine neue Dampfspule sozusagen. So. Jetzt kommt mein Glasfaserdocht. Ich habe hier noch mehr Glasfaser. Kostet auch nichts. Das ist der Rest sozusagen zum Einsatz. Und den nehme ich dreifach. Warte mal. In der Länge ungefähr. 1, 2, 3. Da braucht nicht lang sein. Na gut, das ist jetzt ein Rest, ne? Dann kann ich ihn ruhig ein bisschen länger machen. Was soll das? Dann mache ich ein bisschen länger. Schneide ich ihn nachher ab. 1, 2, 3. So. Ja. 1, 2, 3. Seht ihr das? So mache ich das. Habe ich 3 mm Glasfaserdocht. Sozusagen. So, nehme ich meine Wickelhilfe. Und versuche jetzt in der Mitte das Ding zu wickeln. Ich hoffe, man kann das erkennen. Jetzt nehme ich meinen Draht. Den klemme ich irgendwo mit in den Finger rein. So. Wie mache ich das jetzt am besten, dass man das gut sieht? Gucken wir mal. Mache ich dann so. Scheißegal. So, jetzt nehme ich mein Draht und wickel den. 2, 3, 4, 5. Machen wir hier 5 Umdrehungen rum. Und dann kann ich dann nochmal gucken, wie das geworden ist. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ist nicht schön. Packt das Video gar nicht. Hier vielleicht. Hier könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Jetzt, wenn ich ein bisschen dichter rangehe, dann fokussiert er nochmal ein bisschen besser. Ihr seht, das ist nicht schön. Aber es reicht. Vollkommen ausreichend. Jetzt ziehe ich meine Wickelhilfe hier raus. Zack. Pack die zur Seite. Und schon habe ich hier meine Wicklung. So, das kann ich mir nochmal so ein bisschen. Ich habe ein bisschen gefuscht. Ein bisschen hindrücken. Ich bin ein bisschen eng gekommen. Aber das passt schon so.
Alles klar. So, jetzt habe ich natürlich hier die zwei Enden. Ein Ende, noch ein Ende. Das an Plus, das an Minus. Oder das an Plus, das an Minus, Minus, Plus. Scheißegal, Hauptsache Plus, Minus. Diese beiden Enden muss ich jetzt irgendwie mir das nochmal hier mal schon rüber, so, dass es nicht so ganz so breit ist. Ne? So, das sieht aber gut aus. So, und dieses optimiere ich mir jetzt hier so zusammen. Vielleicht schneide ich, das lasse ich einfach mal so. So. Und nun meine neue Wicklung mit der Glasfaser muss jetzt hier rein. Wenn man hier so durchguckt, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da ist ein Loch drin. Und da muss ich das reinfummeln. Und das ist gefummelt. Jetzt habe ich es gerade im Anhieb geschafft. Ist die Frage, kriege ich den zweiten da jetzt auch so bequem durch? Ja, klasse. Also Vorführeffekt, wa? So, jetzt habe ich hier meine beiden Drähte, wie ihr seht. So, und fädel das hier möglichst in der Mitte rein. Ein bisschen stopfen, so. Zack, seht ihr das? Jetzt habe ich den hier so durchgezogen. Und das sollte natürlich möglichst weit unten sein. Jetzt habe ich hier einen Pol und einen Pol. So, jetzt muss ein Draht an Minus und ein Draht an Plus. Ja, nichts einfacher als das. Jetzt kommt unser Gummi. Jetzt kommt unser Gummi zum Einsatz. So, pass auf. Jetzt kommt unser Gummi zum Einsatz und den stecken wir jetzt hier rein. Und Moment mal, ja. Hallo Freunde, ich habe wieder die Stimme aus dem Off gehabt und man wird hier dauernd unterbrochen hier bei diesen wichtigen Arbeiten. Also wo waren wir jetzt? Wir haben jetzt unsere Wicklung gemacht, die hier wieder reingestopft. Und ja, wie gesagt, ein Draht muss am Minus und einer am Plus. Entweder Plus, Minus oder Minus, Plus, scheißegal. So, dann nehmen wir mal den längeren, würde ich sagen. Den längeren Draht, das ist eigentlich wurscht, welchen man da nimmt. So, jetzt muss ich mal gucken, das soll ja auch alles unten anliegen. Jetzt drücke ich das hier so ein bisschen runter. So, den hier klappe ich ab, weil der soll ja außen sitzen, der soll ja kontaktieren. Seht ihr das? Der soll jetzt am Minus ran. So, wenn ich den gut das Gummi da reinstopfe, ist da Minus dran. So Gott will. So, jetzt habe ich den hier reingestopft. Und der ist kontaktiert. So, wie kriegt man jetzt diesen Draht hier ab? Können wir den jetzt abschneiden? Ich mache das ganz einfach. Ich halte einfach das Gummi fest und knatte den hier so weg. Ja, ein bisschen rumrotieren und irgendwann wieder abreißen. Zack, ab. Das heißt, ein Pol haben wir jetzt schon mal am Gummi hier innen drin fixiert, am Minus. Und das ist unser Pluspol hier, der jetzt rausguckt. So, unser Pluspol. Und um unseren Pluspol zu kontaktieren, machen wir nichts anderes, als den Draht auch umzubiegen und unseren Pluspol, quasi unseren kleinen Plusknubbel hier unten reinzudrücken. Zack. Seht ihr das? Der Pluspol kommt natürlich nicht an Minus, weil der ja durch das Gummi isoliert ist. So, das machen wir hier genau das Gleiche. Und knadeln wir das hier auch ab. Zack, weg damit. So, fertig ist unsere Wicklung. Naja, noch nicht ganz. Na, jetzt haben wir hier die Kontaktierung hergestellt. Ein Pol von der Spule ist hier außen irgendwo am Gehäuse, an der äußeren Seite vom Gummi. Und an der inneren Seite vom Gummi, fixiert durch die mittlere Aufnahme, haben wir unseren anderen Pol. So, nun ist natürlich die Frage, funktioniert's? Dazu nehmen wir unseren Akkuträger. Läuft das Video noch? Läuft noch. Und die Akkulampe ist am Blinken. So, nehmen wir uns unseren Akkuträger, schrauben das hier schon mal rauf. Und schrauben wir hier unser gewickeltes Ding ein. Und schauen mal, wenn ich jetzt Power drücke, qualmt. Ob da was passiert. Habt ihr gesehen? Es qualmt ein bisschen. Gutes Zeichen, also funktioniert. Nun gehe ich bei und beträufle, damit mir das
damit ich mal gucken kann, ob es auch wirklich funktioniert. Mit ganz wenig Liquid nur, ne? So. Lass das mal ein bisschen einziehen. Nicht, dass ich mir da jetzt alles verbrenne in der Kiste, ne? So. Kann man das jetzt so ein bisschen erkennen? Wenn ich jetzt ein bisschen Gase geben würde. Ihr hört das auch. Hört ihr das? Und es qualmt auch. Und es stinkt auch. Das ist gut. Funktioniert. Unsere Wicklung hat also funktioniert. Ihr seht, wie einfach das ist. Einfach nur wickeln, hier reinstopfen, den einen Pol über das Gummi außen fixieren und den anderen Pol über den Gnubi in der Mitte fixieren. Und dann haben wir ja wieder innen ist Plus, außen ist Minus. Wenn wir das jetzt reinschrauben, haben wir natürlich unsere. Das ist elektrisch korrekt. Jetzt machen wir noch den Gnubi wieder hier rauf. Mal gucken hier, muss man schon abschneiden. Das eine Ding ist ein bisschen lang geworden. Die schneide ich ab. Zack. Die schneide ich hier auch noch ab, damit das Liquid später mal gut fließen kann. Ich mache die Coils hier, die Dinger mache ich mal ein bisschen länger. So. Steck das hier rein. Moment. Brauche noch mal ein bisschen Liquid drauf. Ich will das auch gleich, also ich will das Ding nicht dampfen, ne? Das ist jetzt echt nur testen, ne? Deswegen reicht es schon, wenn ich da ein bisschen Liquid auf die Coils mache, um so einen Dampftest zu machen, ne? Reicht vollkommen aus. So, kommt der Deckel wieder rauf. Zack. Zack. Ihr hört. Wenn ich jetzt dran ziehe, mache ich immer. Qualmt wie solche. Puh, Operation gelungen. Ich zeig's gleich nochmal richtig. Ich mach da nochmal ein bisschen was drauf. Das hab ich jetzt wahrscheinlich schon verqualmt. Ne, das ist noch feucht. Ja, da kann ich nochmal zwei, dreimal von ziehen. Das ist gut. So, jetzt drehe ich nämlich das Video hoch. Da ist noch gar kein Liquid drin. Aber ihr seht, der ist jetzt wieder in Stand gesetzt. So. Zack, 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 zack. So, mal gucken hier. So. Ich hoffe, ich bin da richtig im Bild. So, Freunde. Dampfmaschine, rund erneuert. Nochmal ein Ziehen hier. Ihr seht, dampft. Nochmal. Dampft. Also haut hin. So. Jetzt kann ich natürlich wieder beigehen und sagen, okay. Hat schon ordentlich was verbraucht eben durch meinen Test. Ich bekleckere das noch mal ein bisschen, die Coils. Bevor ich sie wieder wegpacke. Ich baue das jetzt wieder zusammen. Hab da jetzt noch mal zwei Tropfen draufgehauen, ne? Ja. Und noch mal ziehen. Wie solche, ne? Ja, wunderbar. So, jetzt nehme ich das wieder auseinander. Und schwenke die Kamera wieder runter. Und, lass mal gucken. Lösen, lösen, lösen. Alles hier Action, ne? So. Moment, gehen wir mal ein bisschen weiter rüber, so. Ja. Zack. Boah.
Und nun haben wir, wie ihr seht, das trocknet noch mal ein bisschen. Aber habt ihr gerade gesehen, das habe ich fast alles verbrannt eben, was da drin war. Das trockne ich jetzt noch mal. Und dann ist er fertig. Dann packe ich ihn wieder zurück zu meinem Guten. So eine Gummitülle. Warte mal. Das war hier, ne? So, wo bin ich denn da jetzt? Ja, genau. Hier ist die Gummitülle. So, packe ich das Ding in die Gummitülle rein. Und stecke das hier wieder rein. Und dann kann ich ihn einsetzen. Und so mache ich das also mit allen Verschlüssen. Bumm, habe ich mir neue gebastelt. Für ein paar Cent. Das funktioniert ganz gut. Braucht man sich also nur einmal 10 Stück oder sowas kaufen und recycelt die. Oder man kauft sie sich halt neu. Die kosten 1,50 das Stück, ne? Diese kompletten Körbe. Aber ich bin ja, ihr seht ja, ihr habt ja gesehen, wie einfach das geht. Ich bin ja immer ein Freund vom Recyceln. So, nun kommt wieder mein alter Kopf ins Spiel, den ich ja schon seit 2 Tagen hier in Benutzung habe. Den sieht man auch schon so ein bisschen. Schraube ich hier wieder rauf. Mein alter Verdampferkopf. So, aufgeschraubt. Dann kommt der Deckel wieder rein und dann kann ich euch auch gleich mal zeigen, wie ich das anmische. Also wie ich mal meine Lieblingsmische mache. Und zwar haue ich da rein. Lass mal gucken hier, American Blend. Also, dann haue ich hier ein Viertel ungefähr American Blend rein. Oh, ein bisschen mehr. Oh, nicht so geizt, ne? Nicht zu viel. Sonst wird das nachher echt American Blend ballert, ne? Boah. American Blend, dann haue ich mir hier von meiner Marlboro-Mische 2 Viertel rein. Zack. So. Gut. Oh, besonders klecke hier rum. Und dann haue ich mir noch von meinem Virginia. Haue ich mir hier auch nochmal rein. Und noch ein Schuss Virginia. So. Ist der Tank voll. Dann kommt der Tipp hier wieder rauf. Dann mixe ich das mal alles ein bisschen durch. Ja. Und dann ziehe ich mal. Ja, perfekt. So, dann kippe ich das, die Kamera mal wieder nach oben. Kippt. Nun bin ich da wieder. Ja, ist mal blöd, wenn sie es hin und her gerinne. Ich mache das nochmal ein bisschen sauber. Ja, und dann kann ich wieder weiter dampfen. Jetzt kommt ganz gut hier das American Blend durch. Das ballert aber. Boah, American Blend. 5% American Blend Aroma. Das reicht vollkommen, eher 4%. Beim nächsten Mal mache ich ein bisschen weniger. Das haut richtig rein. Ne? Jetzt habe ich auch ein bisschen viel American Blend hier dran. Aber boah, also das rums, ne? Also ich meine, schmeckt auch richtig lecker, ne? Aber zu viel American Blend mag ich dann auch nicht. Ich werde das nachher nochmal ein bisschen mixen. Ich werde da noch einen Tick mehr Marlboro reinmachen. Dann mache ich es eigentlich am liebsten. Hm. Ihr seht, Twist, regelbar. Den habe ich jetzt auf 3,2 Volt stehen. Qualmt wie solche. Ein 3-Burn kann man hier auch nach 14 Tagen mal machen. Aber 3-Burn zeige ich nicht. Ist eigentlich Quatsch. Ne? Ihr habt ja gesehen, wie einfach das ist. Ne? Übrigens, den alten Docht, da nimmt man nur diese Gummitülle ab. Wie kriegt man den alten Docht raus? Genau, das kann ich auch noch zeigen. Wenn ich schon dabei bin. Ne? Ja. Wenn hier jetzt der alte Docht noch dran wäre, hier dieser schwarze, versüffte, verbrannte Docht, dann nimmt man nur die Gummitülle ab. Schnappt sich den Docht und zieht den, reißt den am Stück ab. Der kommt komplett raus mit Draht. Und dann ist da noch so ein Edelstahlsieb außenrum. Brauchen wir nicht. Quatsch. Ihr habt ja gesehen, das geht auch ohne Edelstahlsieb. So. Und dann könnt ihr das Ding zerlegen, richtig sauber machen. Und wie ich es eben gezeigt habe, neu wickeln. Ne? Und ihr habt gesehen, das funktioniert auf Anhieb. Da brauchen wir nicht rumexperimentieren.
Na gut, ich nehme jetzt hier dieses 02er Kanthaldraht und eben 1 mm Docht und als Wickelhilfe meine Büroklammer. Funktioniert erst rein. Ist der nicht zu stramm gewickelt? Wenn man nämlich zu stramm wickelt, erwürgt man den Docht. Und wenn man zu lose wickelt, dann liegt der Docht nachher nicht an der glühenden Wendel an und der verbrennt er nicht. Ne? Also das ist schon optimal so. Das gefällt mir ganz gut. Ja, hiermit habe ich mein Versprechen eingelöst, nicht total besoffen vor der Kamera zu sitzen. Hatte ja gesagt, das nächste Video wird ein Wodka-Video. Nee, das mache ich nicht. Bin mir treu geblieben, habe wieder an meiner Holzenballon gelutscht. Und ich habe euch mal gezeigt, wie man neu wickelt. So. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Und ich hoffe, die meisten können es nachmachen. Wie gesagt, zu den Komponenten. Twist 22 Euro. So ein Kopf kostet 5 Euro. Liquid rein und losdampfen. Liquid kann man sich fertig kaufen. Fertig gemixt. Ich empfehle immer 18 Milligramm Nikotin. Flash, flash. Oder man bastelt sich das Liquid selbst zusammen, indem man 18 Milligramm Basisliquid holt und 5% Aroma dazu knallt. Ja? Wenn das jetzt eine Literflasche wäre, wären das dann 50 Milliliter Aroma rein. Und fertig hat man dann einen ganzen Liter dampffertiges Liquid. Ne? Aber ich würde immer so sagen, dann lässt sich es einfach rechnen. Immer 50 Milliliter Flaschen. Da füllt ihr dann eben das Basisliquid rein. Dann 2,5 Milliliter Aroma, entspricht 5%. Und dann checkt ihr das mal ab. Und wenn euch das zu wenig ist, dann könnt ihr da ja noch mehr Aroma reinhauen. Bei Aroma sagt man immer zwischen 5% und 8% kann man nehmen. Immer klein anfangen und dann kann man das ja die Aromadosis erhöhen, wenn es einem zu wenig Aroma ist. Aber wie gesagt, American Blend ist mir schon 5% fast ein bisschen zu heftig. Ne? Also da reichen im Grunde genommen auch schon 4% Aroma. Ne? Also da habe ich das Teil hier. Hier. Mein selbstgemixtes American Blend. Boah, das sieht an die Socken aus. Ich meine, das zieht einem ja auch die Socken aus, wenn man es original bestellt. Aber da war ich mit 5% echt fast ein bisschen zu hoch, ne? Weil das ist, boah, das haut richtig rein, ne? Aber so, wenn man das American Blend, so wie ich es jetzt gemacht habe, mixt, ist das richtig gut, ne? Also ein bisschen American Blend, zweimal Marlboro und einmal Virginia, aber das kann jeder selbst sich zusammen mixen. Das ist richtig lecker. Lecker. Oh. So, Freunde von der Dampffront. Ja, bezüglich dieser Köpfe habe ich natürlich mehrere. Hier habe ich noch meinen Kopf. Mal schauen hier. Ich hole den mal raus. Ja. Hier habe ich noch meinen Reservekopf. Ihr seht, gut gefüllt. 3 Stück habe ich davon, das reicht vollkommen aus. Falls mal einer kaputt geht, kann ja immer mal einer runterfallen und dieses Plastikding hier zerbrechen. Ne? Habe ich hier noch einen Kopf und noch einen zweiten irgendwo rumliegen. Wo ist der zweite? Hier habe ich jetzt eingewickelt. Und hier ist der zweite. Ich habe hier 1, 2, 3 Stück von. Reicht vollkommen aus. Und dann habe ich hier sogar noch einen uralten CE4. Der funktioniert noch, aber den finde ich scheiße. Der ist auch selbst gewickelt. Aber das ist viel zu kompliziert, den zu wickeln. Der ging mir voll auf den Sack. Und deswegen war ich ganz glücklich, dass die CE5 Plus kam. Mit diesen Austauschdrehdingern. Und ihr habt ja selbst gesehen, wie einfach die neu zu wickeln sind. Lächerlich. Absolut kein Thema. Funktioniert beim ersten Mal. Also in der Regel, ne? wenn man nicht eine ganze Kiste Holzen getrunken hat, dann funktioniert es beim ersten Mal. Ansonsten muss man eben zwei Versuche aufwenden. Ne? Ja. So, Freunde. Ein bisschen aufräumen hier. Fingerchen sauber machen. Ja, und gleich Fingerchen waschen. Aber jetzt habe ich mir schon, das stinkt auch ordentlich nach Liquid, jetzt habe ich mir natürlich schon das Nikotin über die Finger hier reingezogen. Ne? Körper nimmt das Nikotin hier auf. Ne? Rucki-zucki geht das. Deswegen beim Mixen von euren Liquids Gummihandschuhe anziehen. Und beim Liquid-Mixen komme ich mit dem Liquid eigentlich gar nicht in Kontakt. Ich kipp's einfach in die 50 Milliliter rein, den Rest ziehe ich mir Spritze auf, fertig. Ja. Aber wenn ihr dann schon, wenn ihr zum Rumsauen neigt, dann immer Gummihandschuhe. Ne? Ja, besser ist. Viel Spaß. Viel Spaß beim Wickeln. Und dampfen. Tschüss, Freunde. Happy Dumping. So, jetzt habe ich mein Versprechen eingelöst. Tschüss.